Aus der Ferne betrachtet sieht es ganz idyllisch aus. Wie eine riesige Lichterkette blockieren Traktoren den Fähranleger. Unten ist die Stimmung durchaus angespannt. Die Polizei will den Vorfall am Tag danach nicht dramatisieren. Das war nach wie vor überwiegend eine ruhige Angelegenheit. Da hat sich dann auch wieder eine kleine Gruppe von Leuten rausgetan, die aus dem Versammlungsfeld im Rahmen der Personenmenge, die dann schon auf die Polizeikette ein kleines bisschen gedrückt haben, sodass die Polizeikräfte dann entsprechend auch teilweise unter Einsatz von Pfefferspray die Leute abhalten mussten vom Betreten des Fähranlegers. Laut Reedereichef ist die Fähre nur knapp einer Erstürmung entgangen und habe gerade noch rechtzeitig wieder abgelegt. Unstrittig ist, Robert Habeck musste zur Sicherheit an Bord bleiben und zur Hallig-Hooge zurückfahren. Für die Gemeinde Ockholm und ihre 300 Einwohner ein ziemlicher Aufreger. Bürgermeister Matthias Feddersen hat gestern über Statusmeldungen bei WhatsApp mitbekommen, dass eine Protestaktion an seinem Fähranleger geplant ist. Er hat dann die Polizei informiert. Deshalb haben wir denn die Polizei mit ins Boot genommen. Und die hat da ja ein bisschen zumindest versucht, für Ruhe zu sorgen. Und die haben dann ja 30 Polizisten waren ja letztendlich da. Und wenn man es genau nimmt, waren das ja auch noch zu wenig. Dass diese Polizisten überhaupt vor Ort waren, verdanken Habeck und die anderen Passagiere der Fähre, also Bürgermeister Feddersen. Möglicherweise hat der damit Schlimmeres verhindert. Doch auch so reagiert die Politik heute entsetzt. Auf dem Kurznachrichtendienst X schreibt Regierungssprecher Hebestreit von Verrohung der politischen Sitten. Landwirtschaftsminister Özdemir findet Gewalt und Nötigung verachtenswert und Außenministerin Baerbock sieht gar eine demokratische Grenze überschritten. Auch Politiker der CDU finden deutliche Worte. Das, was mit Habeck da passiert ist, geht nicht. Und ich bitte auch alle Landwirte, ihren Protest friedlich und ordentlich darzustellen, sie aber an die Regeln zu halten. Also Autobahnen geht nicht und Straßenblockaden gehen auch nicht. Demonstrieren ja, aber keine Behinderung der Menschen. Laura Christine Krause erforscht mit ihrer Denkfabrik Themen rund um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für sie markiert der Vorfall gestern eine neue Qualität der Bedrängnis, bietet Politikern aber auch eine Chance. Ich würde sagen, die Politik sollte diesen Moment schon nutzen, um innezuhalten und auch mal zu reflektieren, wie eigentlich der Umgang miteinander in der Politik ist. Mit welcher Rhetorik, mit welcher Wortwahl ist man eigentlich im politischen Wettbewerb miteinander? Wo liegt da der Fokus drauf? Und es sollte doch eigentlich darum gehen, dass man sich aneinander misst, wer die besseren Ideen für das Land hat, für die Zukunft, und nicht, dass man sich gegenseitig diskreditiert. Vielleicht denkt Krause da an solche Töne aus der CSU. Wir essen lieber Schweinsbraten statt Insekten oder Madenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen. Grünen sind ein Sicherheitsrisiko für unser Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und gegen ein Sicherheitsrisiko, so könnte man solche Wortwahl verstehen, kann man sich auch mit gewaltsamen Protesten zur Wehr setzen. Markus Söder hat sich zu den Vorfällen rund um den Fährhafen übrigens bisher nicht geäußert. Und Robert Habeck? Der ist dann am frühen Morgen wiedergekommen und dieses Mal unbehelligt an Land gegangen. Ja, schon verstörend, die Bilder. Und für Robert Habeck, aber auch die anderen Passagiere da auf dem Schiff, sicher schwere Minuten, als da Leute versuchten, die Fähre zu stürmen. Die Polizei sagt heute, ja, das ist nicht gut, wir mussten Pfefferspray einsetzen. Aber sie sagen auch, wir haben vor Ort ja überwiegend Landwirte angetroffen, die friedlich demonstriert haben. Wer sich da untergemischt hat, da gäbe es aktuell keine Infos. Ja, und genau da setzen wir heute an. Wir haben uns umgehört und recherchiert, was für Leute da wohl gestern Abend beteiligt waren und eskaliert haben. Mobilisiert wurde wohl auch wieder in sozialen Netzwerken. Waren die Demonstranten rechte Krawallmacher oder protestierende Landwirte? Dieses Video wurde wohl am Nachmittag aufgenommen und zeigt eine Szene vor der Eskalation. Aber es kommen immer noch mehr Fahrzeuge, könnt ihr hinten sehen. Dieses Video wurde in der Telegram-Gruppe Landvolk schafft Verbindung geteilt. Eine Gruppe, die der Journalistin Andrea Röpke bekannt ist. Ihr Themenschwerpunkt Rechtsextremismus. Landvolk schafft Verbindung ist eine rechtsextreme Struktur im Internet, eine Telegram-Gruppe, hinter der sich unter anderem Arminius Erben verbirgen, also eine Reichsbürgerstruktur, die sehr nationalistisch, pro-russisch auftritt und die versucht, Stimmung gegen die Demokratie zu schüren. Und aus dieser Struktur heraus scheinen jetzt auch die Proteste gegen Herrn Habeck gesteuert worden zu sein. Die Polizei hält sich auch am Nachmittag mit ihren Erkenntnissen, wer vor Ort war, bedeckt. Da können wir keine Angaben zu machen, da das überwiegend Landwirte waren, die zur friedlichen Demonstration natürlich dorthin gefahren sind. Und was sich da dann natürlich untergemischt haben, da haben wir aktuell keine Informationen.
Aber die Polizei teilt mit, dass sie ein Strafverfahren eröffnet gegen Unbekannt wegen Landfriedensbruch und Tatbestand der Nötigung. Personalien wurden allerdings nicht erfasst. Der Vorfall auf der Fähre wurde auch unter anderem im Telegram-Kanal von Martin Sellner aufgegriffen, ein Rechtsextremist mit großem Einfluss. Er ruft kommende Woche auf, zu den Bauernprotesten nach Berlin zu kommen. Rechte versuchen immer wieder, die Bauernproteste für sich zu instrumentalisieren. Nicht nur Martin Sellner, aber sie nutzen natürlich diese wirkliche Empörung und diese starke Lobby der Landwirte. Die versuchen sie für ihre Zwecke, für ihre antidemokratischen Zwecke zu nutzen. Auch in WhatsApp-Gruppen, in denen Mitglieder der Kreisbauernschaft Neuss Mönchengladbach sind, merken sie, dass immer wieder antidemokratische Videos geteilt werden. Von wem wissen sie nicht? Den Habeck-Vorfall kritisieren sie. Das gehört auch zu den Aktionen, wo wir sagen, das ist weit drüber. Da stehen wir vom Bauernverband, auch vom Landesbauernverband, absolut nicht hinter. Sie hoffen, dass die Proteste kommende Woche nicht unterwandert werden. Bleibt abzuwarten. Bauernproteste haben immer wieder für Aufsehen gesorgt. Wie 2020, als sich Traktoren zum Symbol der völkisch-nationalistischen Landvolkbewegung aufgereiht hatten. In Schleswig-Holstein. Das ist aber ein Themenbild, auf das sich extrem rechte und rechte AkteurInnen sehr gerne instrumentalisierend draufsetzen, weil eben genau diese bildstarken Aussagen auch getätigt werden können zu Volk, Scholle, landwirtschaftliche Produktion, Lebensmittel. Wer wirklich vor Ort protestiert hat, das ist nicht abschließend zu sagen. Klar ist aber, dass zumindest Rechte den Vorfall auf Telegram kommentieren und selbst heute wieder zur Teilnahme an Bauernprotesten aufrufen. Ja, was ist da los bei den Landwirten im Land? Sich stark machen für die eigenen Interessen? Ja, klar. Aber wie und mit wem tut man sich da teilweise zusammen? Und mit welchen Mitteln wird da protestiert? Wir sprechen jetzt mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbandes, Susanne Schulze-Bockelow, die, das sagen wir aus Transparenzgründen, auch Mitglied im WDR-Rundfunkrat ist. Schönen guten Abend nach Münster. Grüß Sie. Schönen guten Abend. Wütende Bauern, die eine Fähre mit mehr als 30 Menschen, inklusive Robert Habeck, so bedrohen. Das Schiff muss umdrehen am Ende. Wie viel Protest steckt da noch in so einer Aktion für Sie? Von dieser Aktion distanzieren wir uns ganz klar und deutlich als Deutscher Bauernverband, aber auch alle Landesbauernverbände distanzieren sich davon. Es geht überhaupt nicht, dass man so den Protest, so die Argumente dementiert, die wir haben, mit solchen Bildern dann die Bauerschaft dasteht. Wir haben ganz klare Argumente, ganz klare Forderungen. Es geht nicht, dass Personen genötigt werden, dass sie in Gefahr gebracht werden und dass sich radikalisiert wird. Da distanzieren wir uns ganz klar und deutlich. Sie haben eben ja auch gesagt, da radikalisiert sich was, ne? Offenbar radikalisieren sich auch einige Landwirte oder die Proteste werden unterwandert. Was machen Sie jetzt im Bauernverband, dass sowas nicht mehr passiert? Das eine ist, dass wir uns sehr klar und deutlich davon distanzieren, dass wir unsere Landwirte wohl zu Protesten aufrufen. Nächste Woche startet die Aktionswoche mit Protesten, mit Kundgebung. Und dass wir ganz klar sensibilisieren, wenn jemand sieht, dass sich jemand radikalisiert, in welche Richtung auch immer, dass aktiv eingeschritten wird, dass wir solche Dinge nicht hinnehmen, dass wir einen demokratischen, friedlichen Protest möchten, der unsere Argumente sichtbar macht. Ich höre bei Ihnen auch ein bisschen raus, Sie sind auch ein bisschen empört über die Aktion. Trotzdem wollen Sie ab Montag an Ihrer Protestwoche festhalten. Wird es dann wieder Blockaden auf den Autobahnen geben? Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul von der CDU, der warnt schon, Zitat, nicht jede Protestform nützt der Sache. Das gilt für Klebeaktionen wie für Treckersperren. Das sehe ich ganz genauso. Nicht jeder Protest nutzt. Deshalb muss ein solcher Protest angemeldet sein, muss in Kooperation mit der Polizei durchgeführt werden. Er wird sicherlich zu Behinderungen in der Bevölkerung und auch im Verkehr führen. Das macht das Ganze ja auch sichtbar. Aber es muss friedlich ablaufen. Es müssen Rettungswege müssen frei bleiben. Und unsere Proteste sind angemeldet. Und wir stehen auch ganz klar mit unseren Meldungen, mit unseren Personen dahinter. Da kann man immer erfahren, wer protestiert da. Und wir fordern alle Landwirte auf, auch zu schauen, wer hat das angemeldet? Wer ist hier der Auftraggeber dieser ein oder anderen Demonstration und sich dem einen oder anderen vielleicht auch nicht anzuschließen, sondern zu schauen, wo ist der Bauernverband unterwegs, wo ist LSV unterwegs? Wer ist jetzt nicht gerade, sagen wir mal, in der Zeit, wo die Bundesregierung auf Sie zugegangen ist, die Kfz-Steuer zurücknimmt und die Agrardieselerhöhung nur schrittweise einführt, nicht vielleicht auch vernünftig so diese wirklich aufgeheizte Stimmung im Land ein bisschen runterzukochen? Und vielleicht auch noch mal ins Gespräch gehen, eher in die Richtung zu gehen.
Ja, wir sind immer offen für Gespräche. Es hat ja geheißen, es hat Gespräche für diesen ersten Vorschlag von gestern gegeben mit Bauernvertretern, aber nicht vom Bauernverband. Deshalb fragen wir uns, mit welchen Bauernvertretern hat die Regierung da gesprochen? Also mit Gesprächen, da sind wir offen. Und wir sehen mit dem ersten Schritt von gestern, die Regierung bewegt sich. Aber unsere Forderungen sind ganz klar, die Kfz-Steuerbefreiung muss bleiben und auch die Dieselbeihilfe für Agrardiesel muss bleiben. Diese beiden Forderungen stehen. Mhm. Das Ganze ist noch nicht sicher. Es kommt in den parlamentarischen Verlauf. Und von daher setzen wir uns auch nächste Woche mit Aktionen für diese Forderungen ein. Sagt Susanne Schulze-Bockelow, die Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbandes. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.